So, na gut, ein bisschen Zeit hatte ich noch. Also habe ich mal hier vorne jetzt schon angefangen, die ersten Weichen auszulegen und die ersten vier Flexgleise mal grob anzuschrauben, so dass man hier in etwa den Parallelabstand hinkriegt und dann dazwischen eben die Bahnsteige. Der Rest mit den Flexgleisen, die ich hatte, da sind starre und weiche dabei, habe ich jetzt mal aus dem Karton ausgelegt, wie weit ich in etwa komme. Also das sollte eigentlich für diese Ebene komplett reichen. Hier hinten würde noch eine Weiche fehlen für ein Schattenbahnhofsgleis hier hinten. Aber ansonsten ist alles da und ich kann morgen weiterlegen. So, jetzt ist wirklich Ende von Tag 4. Morgen geht's weiter. So, jetzt haben wir es Mittag. Und die ersten vier Gleise sind ausgerichtet. Die Trennstellen sind mit eingebaut. Die sind jetzt erstmal grob geschraubt, damit der Leim ordentlich anziehen kann und die dann auch von der Höhe ordentlich liegen. So, hier drüben. Diese Weichenstraße liegt jetzt erstmal so weit außen. Und dann geht es mit der Kombination weiter, damit ich die hier oben noch mit festmachen kann. So. Hier oben soll noch die mit rein, deswegen wird das nochmal ein bisschen tricky, damit die schön liegt. Und wenn die plötzlich irgendein Knick zwischen den Gleisen ist. Aber so an und für sich, die Gleisabstände passen jetzt schon mal fast. Hier sehe ich gerade. So. Und dann sieht das doch schon mal ganz ansehnlich aus für einen Bahnhof. Und es sind nicht so die stehenden Gleise, sondern es sind einfach mal ein bisschen in den Bogen gelegte. Macht die ganze Sache optisch ein bisschen schöner, bis auf das erste, was ganz außen liegt. Aber damit kann ich leben und damit haben wir wenigstens für die Nebenbahn ein Ausweichgleis. So, soviel dazu. Weiter geht's. Moin, moin, es ist Tag Nummer 5 und ich habe schon ein bisschen was geschafft. Hier habe ich jetzt die Einfahrt für den Schattenbahnhof gelegt. Die ist bewusst so gezogen, damit ich hier, wenn es geht, weit hinterkomme, um hier an die Einfahrten für den Schattenbahnhof ranzukommen, damit ich das dann noch aussparen kann. So, der geht mittlerweile hier rum in den Bahnhof rein. Das zweite Gleis liegt dort hinten bis zum Ende. Ebenfalls angeschlossen. Und unten im Tunnel, das habe ich auch drin. Das geht dann mittlerweile bis hierher. So, im Bahnhofsbereich, die hier liegen. Und jetzt habe ich weitergemacht mit der Weiche hier, damit ich hier den Bogen hinkriege. Denn das hier ist genau ein Flexgleis von der Länge, so dass ich das hier perfekt habe. Und daneben noch das zweite. So einen Bahnsteig habe ich schon mal gesehen, der da sich ein bisschen wölbt und rausgeht. Und hier daneben soll jetzt ein bisschen mehr Platz sein. Für noch einen Bahnsteig für die. Und dann kommt hier der Bahnsteig dazwischen. So, und den Abstand hier will ich noch ein bisschen vergrößern. Deswegen habe ich außen angefangen, weil das ist mein Bezugsmaß. So, und die hier, die kann ich ja problemfrei noch ein bisschen weiter auswölben. Und die kann ich hier auch noch ein bisschen auswölben. So, wenn ich das habe, mache ich jetzt hier weiter, dass ich hier außen diese Straße erstmal hinkriege. Die Weichenstraße. Und von da aus zwacke ich die dann ab und lege die mit hierher. So, und damit geht's weiter. Mal zum Technischen, hier wo die Weichen liegen, da will ich genau zwischen dem Bogen und dem inneren Bogen, wo das nach unten ausgesägt ist durch, da hängen die nirgendwo fest. Und dadurch, dass ich hier oben die rechten 5 in den Bogen gezogen habe, sieht man, hier unten liegen die ersten 2 Gleise. Das heißt, ich kann hier definitiv mit den Kabeln direkt runter.
ohne dass die mich unten in der Weichenstraße stören, weil die geht hier lang. Sprich, nur das muss ich mir dann noch ein bisschen rüberziehen. Aber das sollte nicht das Thema sein. So, die Weiche, hier unten drunter ist nichts. Und wenn wir uns diese Weichenstraße angucken, hier unten drunter, da liegt auch nichts. Also hier kann ich dann super mit den Kabeln durchgehen. Das hier führe ich dann mit nach außen. Und das hier werde ich dann auch nach außen führen, dass ich hier durchkomme. So dass ich da mit Kabeln im Bereich von Schienen relativ gut ausgestattet bin. Ja, bei dem hier kann ich zum Beispiel dann hier runtergehen. Und bei dem inneren, da geht es dann schon. Und hier genau dasselbe, hier kann ich hier runtergehen. Ähnlich mit dem weichen Anschluss. Weil hier, wo das Holz ist, da ist nichts. So, technisch betrachtet dazu. Die Weichen hier hinten, da liegen unten drunter direkt Schienen. Das heißt, nach außen komme ich da auch ganz schlecht. Also nehme ich die nach innen hier, dass ich die hier so innen lang führe und dann da, wo kein Gleis mehr liegt, da runter gehe. Da brauche ich dann zwar eine Verlängerung für die Weichenkabel, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. So, drüben auf der Seite wird das dann dieselbe Prozedur mit den Weichen. Kabel nach innen und dann runter. So, das Wichtigste ist für mich der Bereich hier. Den muss ich zusehen, dass ich den freilasse, damit ich hier die Einbauklappe machen kann, um an den Schattenbahnhof im Notfall ranzukommen. So viel zum Thema Technik. So, und zum guter Letzt am Tage Nummer 5 habe ich jetzt hier die Stellen teilweise eingeleimt, damit die Übergänge passen. Dort, wo schärfere Bögen sind, habe ich es ein bisschen intensiver gemacht. Da, wo die Bögen sanft sind, wirklich nur punktuell, damit das Gleis in sich immer noch ein kleines bisschen arbeiten kann, aber an und für sich fixiert ist. Hier in der Mitte habe ich keine. Hier habe ich ja schon geklebt gehabt. Das ist schon bombenfest. Das waren die ersten, so dass ich dann hier am Ende alle Schrauben rausmachen kann. So. Und dann geht das da hinten rum. Und die Berg- und Talstrecke genauso. So, im Prinzip bin ich jetzt einmal rum. Das heißt, ich kann von unten theoretisch hoch in den Bahnhof und wieder runter. Theoretisch deshalb, weil ich auf der, man sieht es schlecht hier, auf der einen Seite habe ich die Höhenteile schon drin. Hier und da. Hier fehlt noch einer, den muss ich auch präzise zusägen. Und dahinter für das zweite Gleis auch. Und wenn ich die zwei habe, dann passen mir die Übergänge. Und dann ist ein paar Stromkabel dran, die unten provisorisch miteinander vertrauen. Und dann kann ich Test fahren, ob die Sache so funktioniert, wie sie funktionieren soll. So, also im Prinzip, was haben wir heute geschafft? Die Auffahrten sind fast fertig und jede Menge Gleise gelegt. So, wie man das da hinten dann sieht. Mein Bahnhofsbereich ist jetzt so gegliedert, dass ich wirklich einen Bahnsteig haben kann, zweiten Bahnsteig, hier nochmal so einen kleinen Inselbahnsteig. Und dann kann hier der Bahnhof hin. Und drüben habe ich nochmal eine Weiche. Da habe ich aus meinem Fundus nochmal eine ausgegraben. Und zwar, wenn man sich das anguckt, ist das eine Schnellfahrweiche. Das passt einfach hier von dem Bogen deutlich besser, als wenn hier so eine scharfe drin ist. Beim Rest, ja, das sind alles 15 Grad bzw. Bogenweichen R1, ich weiß. Aber irgendwo muss man ja mit den Radien hier einigermaßen hinkommen. So, und ich sag mal, wenn man sich's betrachtet, man kommt hier, man fährt 15 Grad rein, das ist nicht das Thema, hat R2-Bogen.
Geht also geradeaus. Außen lang R2-Bogen geht auch geradeaus. Mal kurz ein R1 und dann wieder sanft. Also es ist wirklich ein kleines Stück. Wenn man von innen kommt, okay, da hat man jetzt hier ein R1, danach ein R2-Bogen und der geht sanft. R2 nach außen und dann halt ein R1 nach innen. Also man hat hier nirgendwo mehr als einmal einen R1-Radius direkt hintereinander. Hier im Schattenbahnhof wird es dasselbe. R1 und danach hängt direkt der R2 drauf. Und man fährt über R2 und dann mal kurz über den R1. Selbe Prozedur hier. Hier habe ich meine originale R2 reingelegt. Damit man sieht, dass es wirklich ein R2-Radius ist und nicht ein R1. Ich hoffe, man kann es erkennen. So, und hier drüben quasi dasselbe. Entweder ein R1-Bogen, dann R2 und dann auslaufend. R2 außen, R1 innen, auslaufend. Über die Bogenweiche 15 Grad, über den R2, also auch kein Problem. Geradeaus, ein R1, dann sanft. Oder eben R2 und dann wieder eine 15 Grad. Oder hier hinten nochmal eine 15 Grad. Also ich denke mal, es ist zwar ziemlich scharf und ziemlich eng, wenn man sich das so betrachtet. Aber das sollte gehen. Und dadurch habe ich aber eben einen Bahnhofsbereich, der hoffentlich dann ein bisschen entspannt aussieht, so dass diese Weichen nicht ganz so doll auffallen. So, und hier hinten im Schattenbereich, da habe ich jetzt schon Fleischmann-Bogenweichen benutzt, weil da gehen mir die originalen Rokkos aus. Oder eben die Fleischmann ohne Bettung, kann man drehen und wenden, wie man will. Aber für hier hinten taugt es und reicht völlig. So, und hier kommt dann dasselbe in grün. Geschwungen da hinten hin, damit ich hier vorne ein bisschen Platz habe. Ihr wisst warum, damit ich an den Schattenbahnhof rankomme. Dann kann ich das im Notfall nämlich noch wegsägen. So. Und hier geht es dann weiter. Mit dem Aufstieg nach oben. Da muss ich aber erstmal hier unten dann die ganzen Schrauben rausmachen, wenn der Leim getrocknet ist. Und zuvor will ich dann die ganzen weichen Antriebskabel erstmal nach unten verlegen, damit ich da ein bisschen bequemer rankomme. So, das ist der Stand, Ende Tag 5.